Am vergangenen Mittwoch wurde unterrichtet, dass die Bereitstellung von Aktenmaterial für den Untersuchungsausschuss möglicherweise Konsequenzen für die Zusammenarbeit haben könnte mit diesem ausländischen Nachrichtendienst. Wir haben diese Unterrichtung als Obleute und Ausschussvorsitzende abgebrochen. Wir haben uns dann zurückgezogen, haben im Rahmen der Obleuterunde streng vertraulich getagt, haben auch die Vertraulichkeit dieses Gesprächs vereinbart und haben vereinbart, dass wir den Bundestagspräsidenten unterrichten, dass unter dieser Voraussetzung diesbezüglich der Untersuchungsauftrag sehr schwer erfüllt werden kann, wenn wir dementsprechendes Aktenmaterial auch von deutschen Stellen nicht erhalten können. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, dass die Obleute ihre Sichtweise zu diesem Sachverhalt auch noch schildern möchten. Dankeschön. Gibt es allgemeine Bewertungen noch von Ihnen jetzt? Ist das jetzt eine Neuigkeit, die die gesamte Arbeit des Untersuchungsausschusses in Frage stellt? Oder ist das wirklich nur dieser eine Punkt, dann, was die britischen Geheimdienste angeht? Ich denke, wir sollten abwarten, wie das weitere Vorgehen jetzt ist. Wichtig ist uns, dass wir zum Ausdruck gebracht haben, dass diesbezüglich wir ein doch erhebliches Problem sehen, den Untersuchungsauftrag diesbezüglich weiter zu verfolgen. Wir haben dieses Schreiben geschrieben, weil wir natürlich wollen, dass der Untersuchungsgegenstand weiter von uns untersucht werden kann. Danke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist sicherlich kein Novum bei einem Untersuchungsausschuss, aber es ist auch ein gutes Zeichen, dass wir gemeinschaftlich an Aufklärung, aber auch an entsprechendem Geheimschutz interessiert sind. Wir erwarten, dass der Bundestagspräsident uns in unserer Arbeit unterstützt. Ich für meine Fraktion sage allerdings auch, ich kann die Argumentation der Bundesregierung nachvollziehen, aber hier ist eine Abwägungsentscheidung, das Aufklärungsinteresse des Untersuchungsgegenstandes bzw. unseres Ausschusses und das Geheimschutzinteresse. Und ich denke, dass dieser Brief an den Bundestagspräsidenten die beste Lösung ist. Herzlichen Dank. Ich möchte ergänzen, dass natürlich die intensive Untersuchungsarbeit in unserem Ausschuss weiter fortgesetzt wird. Auch die Zeugeneinvernahme heute zeigt ja, dass wir diese Operation gemeinsam zwischen BND und US-amerikanischen bzw. britischen Geheimdiensten tatsächlich aufklären wollen. Aber wenn es so sein soll, dass jedwede Kooperation, insbesondere mit dem Vereinigten Königreich, für uns als Untersuchungsausschuss nicht zugänglich sein soll, inklusive der deutschen Akten, dann sehen wir tatsächlich ein erhebliches Problem. Deswegen auch gestern in der Obleuterunde die einmütige Reaktion, der Abbruch der Sitzung und dann die gemeinsame Vereinbarung, ein Schreiben an Herrn Präsidenten Lammert zu verfassen. Aber auch auf der anderen Seite, das will ich ganz deutlich sagen, gerade heute Morgen sind wir doch ein Stück weit auch, ich möchte es nennen, verärgert und verunsichert darüber, dass bei unserem eigenen doch und sehr einmütig und sehr klaren Bekenntnis gestern in der Runde, dass wir uns natürlich über die Brisanz der Informationen und auch der in Rede stehenden Konsequenz bewusst sind, wie wir mit diesen Informationen umgehen wollen, auf anderer Seite offenbar nicht mit ähnlicher Sorgfalt vorgegangen wurde. Und wir, wenn wir nochmal den gesamten Ablauf dieses Untersuchungsausschusses Revue passieren lassen, die Behinderungen, die wir erfahren haben, Altmaier-Brief und Ähnliches, wir auf jeden Fall das Gefühl entwickeln müssen, dass gegebenenfalls auch hier gegenüber dem Parlament, will ich sagen, nicht nur gegen den Untersuchungsausschuss, eine Situation geschaffen werden sollte, die für uns doch die Schwierigkeit bringen sollte, in Zukunft unseren Aufklärungsauftrag in dem Maße umsetzen zu können. Ganz konkret, was werfen Sie wem vor? Ich werfe jetzt gar niemandem irgendetwas vor, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen können, auf welcher Grundlage heute zum Beispiel Details zu dem Gespräch gestern in der Presse sind. Danke. Ja. Meine Damen und Herren, ich möchte zwei Punkte erwähnen. Erstens, das, was wir jetzt gerade hier angesprochen haben und diskutieren, stellt mitnichten die gesamte Arbeit des Untersuchungsausschusses in Frage. Der Untersuchungsausschuss hat einen so komplexen Einsetzungsauftrag und hat in vielen Bereichen auch schon erhebliche Arbeit geleistet, dass wir uns hier über einen Teilaspekt unterhalten. Einen wichtigen Teilaspekt,
aber es ist nicht so, dass man daraus den Rückschluss ziehen sollte, dass damit die Arbeit des Untersuchungsausschusses generell in Frage gestellt ist. Das ist das eine. Das zweite, ich möchte an die Bundesregierung durchaus den Appell richten, bei ihrer Bewertung, und es ist eine Entscheidung der Exekutive, der Bundesregierung in diesem Fall, bei ihrer Bewertung, ob Akten vorgelegt werden, die andere Dienste betreffen oder nicht, dass sie hierbei, ich sage mal, auch die Möglichkeiten, die in verschiedenen Untersuchungsausschüssen in der Vergangenheit erprobt worden sind, dass diese Möglichkeiten genutzt werden. Es gibt abgestufte Möglichkeiten, ich nenne nur das Treptow-Verfahren, um auch die Informationen, die wir für unsere Aufklärungsarbeit brauchen, uns zur Verfügung zu stellen. Und ich verbinde das wirklich mit der Hoffnung und dem Appell, dass die Bundesregierung auch diese Möglichkeiten ernsthaft prüft und da auch in den Konsultationen mit den anderen Diensten entsprechend einwirkt. Herzlichen Dank. Ja, ich will auch mit zwei Punkten die Irritation des Ausschusses noch mal deutlich machen. Wir haben einen Untersuchungsauftrag, der vom gesamten Parlament getragen worden ist, fraktionsübergreifend. Und der Untersuchungsausschuss hat einen verfassungsrechtlichen Auftrag, hier als Parlament diese Vorgänge aufzuklären, weil der Deutsche Bundestag sie für aufklärenswert erachtet hat. Und da ist es schon erstaunlich, dass wir gestern in nicht eingestufter Obleuterunde Informationen bekommen über Tatsachen, dass die, wenn sie öffentlich werden, den Abbruch sozusagen der geheimdienstlichen Kooperation mit Deutschland zur Konsequenz haben sollen. Wenn man dann am nächsten Morgen um 8.50 Uhr noch Online-Artikel findet, in denen das dann nochmal bestätigt und aufgebauscht wird, dann kommt einem das schon sehr orchestriert vor. Und ich sage mal, wir sind massiv darüber irritiert, dass hier ein solches Setting gemacht wird. Und für uns oder für mich reiht sich das ein in Gutachten von amerikanischen Anwaltskanzleien, dass die Mitglieder dieses Ausschusses nicht mehr unbehelligt in die USA reisen können und so weiter. Hier sollen wir beeindruckt werden und in unserer Aufklärungsarbeit begrenzt werden. Und das kann nicht sein, das beschneidet die Rechte des Parlaments und wir können uns das nicht gefallen lassen. Insofern bin ich sehr froh darüber, dass es uns gelungen ist, als Obleuterunde und als Ausschuss gemeinsam den Bundestagspräsidenten darüber zu informieren. Und wir hoffen, dass er unser Anliegen aufnimmt und mit den entsprechenden Stellen redet. Herzlichen Dank.